Wir haben als sehr kleines Internetmedium oder als, sagen wir mal, kleines Medium im Kontext mit den anderen vor kurzem für einen Riesenwirbel gesorgt, weil uns aufgefallen ist, dass in einer Broschüre der Agrarmarketing Tirol, in der das Land auch vertreten ist im Verein, ganz prominent auf der dritten Seite eine Tirolkarte abgebildet war. Es ging um Almwirtschaft und auf dieser Karte war der Bezirk Osttirol nicht eingezeichnet. Und ich habe dann einen kleinen Bericht darüber gemacht, der ein extremes Echo natürlich hervorgerufen hat. Jetzt ohne patriotischen Keulenschlag da, ja, ist es nicht doch ein bisschen symptomatisch, dass so etwas überhaupt möglich ist. Nicht? Ich meine, es ist der größte Bezirk Tirols und wenn er weg ist, schaut die Karte komisch aus. Ja. Gut, ich bin informiert worden, dass das passiert ist. Kenne die Hintergründe natürlich wenig. Natürlich war das sicherlich nicht bewusst und ich glaube, es haben sich die Verantwortlichen auch schon entschuldigt, dass das passiert ist. Das ist natürlich ein Fehler, ein gravierender Fehler, da muss man schon aufpassen. Aber andererseits kann man das nicht in Verbindung bringen mit der Ausrichtung der Landespolitik, was Osttirol betrifft.